Bin ich live? Also mir will's wieder nicht anzeigen. Hört man mich? Hört man mich? Ja, okay, gut. Sehr gut. Ja, dann hallo und herzlich willkommen nochmals zurück hier auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, allen geht's immer noch gut. Das ist jetzt der Part 2 von dem anderen Stream. Ich streame jetzt noch für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Und dann wäre es mal für heute gewesen. Ich bin übrigens nicht mehr gut gelaunt. Tut mir leid. Okay, wir reden mit Neil. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem im Erlebnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Nope. Nochmal, wer bist du? Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte. Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde noch. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Da fehlt dieser Ausdruck. Banditen? Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es wird Vergeltung. Jage einen Eber und sie werden über Fleisch verkaufen. Aber Banditen, die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemand lobt, wenn man sie tötet. Das klingt harsch. Es ist für die gute Sache. Das ist eine ungesunde Einstellung. Ja, ich weiß nicht. Wir verscherzen uns jetzt bei ihm, meine ich. Das Richtige aus dem falschen Grund. Ja. Und was könnte daran falsch sein? Oder er hat die richtige Idee, aber macht's falsch. Hier. Er killt sie einfach. Aber wir leben in einer Welt, die locken Banditen. Du lässt es nicht zur Infektion kommen. Wir sehen uns sicher. Vielleicht, wenn es unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Okay. Begib dich zum Roten Echo. Also das war jetzt Banditenlager. Okay, das haben wir jetzt alles. Also es wäre auch noch, das wäre eine Mission, die Punkte geben würde, aber glaube ich erst, wenn man es abgeschlossen hätte. Wir sind jetzt völlig nicht hier hingekommen. Finde ich eigentlich nicht gut. Oh, wir könnten sogar reisen. So wie es aussieht. Es wäre in diese Richtung. Wir sind gerade richtig. Ja, dieser Weg hier. Ziehen wir Läufer? Ja, geradeaus wäre ein Läufergebiet.
Das ist eben das Nervige. Wenn man irgendwo hingehen will, entweder absolut zu Fuß. Kein Platz dafür. Oder man sucht sich als erst einen Läufer und dann kann man schnell dorthin gehen. Wir haben ja jetzt einen Fertigkeitspunkt. Wir brauchen noch einen. Ah nein, wir brauchen drei jetzt. Hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen. Sehr gut. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Warum ist der dort auf der Suche gewesen nach uns? Wir können jetzt eigentlich noch das Lagerfeuer hier mitnehmen. Eigentlich hätte... Wisst ihr was? Dass wir nicht tausendmal denselben Weg gehen müssen. Weil wir sind jetzt direkt nebendran. Oh, sie haben uns gesehen. Mutterkrone. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Dass sie nicht angreifen? Ich habe, wenn man Donnerzahn anlocken... Ah doch, die wären direkt gekommen. Die wären einfach direkt in Angriffsstellung gegangen. Wer ist das? Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Schlimmeres als den Tod? Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Okay. Schlimmeres als den Tod? Was ist der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Diese Situationen, die entstehen, nur weil sie an manchen Orten nicht hingehen dürfen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Ich verstehe nicht. Wissen sehen, ob alle ich deinen Freunden helfen kann. Direkt auswendig, was eine Sucherin ist. Weil, wenn es ja so wenige von denen gegeben hat, dann wird wahrscheinlich nicht jeder davon bekommen haben. Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Es war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist.
Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Okay, Lektion. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Sanchez wird wahrscheinlich nicht kommen. Weil er schon am Schlafen ist. Ich dachte schon vorher. Wo ist diese Brut? Das solltest dann beschreib den Ort ein kluges Geschirr. Dass ich hoffentlich nicht allzu lange habe. Ich habe halt wirklich schnell alles richtig aufgegessen. Ich bin auch richtig voll. Ganz ehrlich. Aber wir müssen noch mit dir reden. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Warum gibt es so viel zum Fragen immer? Hinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ja, heute ist... Verlorenes Dorf? Dieser Teil kann man als Redeteil anschauen. Was ist passiert? Ey, heute ist auch... Heute ist richtig der Wurm drin. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Ich find's immer schade. Der Donnerstag-Stream ist ja jetzt, der letzte Stream. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligen Land. Und da habe ich immer Probleme. Irgendwie etwas ist... Das letzte Mal ging Pokémon nicht. Das war so dumm. Das ging nicht letzten Donnerstag. Und dann habe ich ja S-Stream gemacht. War eigentlich auch nicht so. Habe ich ja dann auch aufgehört. Und ja. Also ja, nein, okay, Donnerstag, wenn ich jetzt zurückdenke, danach haben wir dann Elden Ring gespielt, aber der Anfang war holprig und heute ist auch der Wurm drin. Also ich weiß nicht. Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie ich bin einfach froh, dass ich wieder zurück in mein altes Zimmer gehen kann. Besseres Internet. Ich kann mir das Zimmer neu einrichten, so dass ich wirklich wie eine Stream-Ecke habe. Ich werde es irgendwie versuchen hinzubekommen, dass ich das richtig gut gestalten kann. Dass man das gut lösen könnte. Dass ich auch nicht die Cam... Jetzt zum Beispiel, ich muss die Cam ständig zwischen hier, diesen Platz und dort hinten. Ja, okay, wenn ich so zeige, bringt es eigentlich nichts. Immer wechseln. Die liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Und ich habe generell in letzter Zeit nicht so große, gute Laune.
Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden weil letzte Woche war wirklich scheiße. Wenn sie wollen. Also hier. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch sie waren eine Erprobung. Wie du, das habe ich so durstig gemacht. Eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Warum geht's nicht? Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Warum? Ah, okay. Räume 2 verdorbene Gebiete. Okay. Jo. Wie das gerade lauter geworden ist. Hier ist Stufe 15. Oha, was? Was? Warum ist das so stark? Da ist die Mission. Hier ist eben die Brutstätte. Auch Stufe 15. Jo, okay, wir sind noch nicht bei dieser Stufe angekommen. Aber ja, wir haben. Oh, wir müssen mit 3 Leuten hier noch. Weiß wie Knochen. Ah, wir sind ja schon Level 10. Noch 5 Level. Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute. Es ist keine Schande. Nein, es. So sehr verdammt. Nach allem, was. Mal okay, wir müssen noch einen Glücksbringer suchen. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Was ist mit ihm? Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Was ist mit ihm? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Okay. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Das war jetzt übelst krass. Bist du immer so? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay.
Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Tagturm? Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Es will eine Nora ausrichten. Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Wer ist Said? Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Oh Gott. Ich halte die Augen nach Nakoa offen. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Das heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Okay. Es hat uns jetzt wieder einiges an Mission gegeben. Findet ihr Times Ring? Ah, und hier ist das mit Eberholzer. Hier hinten, es hat einfach drei Feuer hier. Also ich muss sagen, das ist ein gutes Gebiet. Vor allem sehr nah an der Brutstätte eigentlich. Hat die Brutstätte? Kein Level haben. Haben die Level? Schmach und Schmerzen. Triff dich mit Val und Sona. Ah, das ist die Quest. Ja, da können wir das ja noch gleichzeitig machen. Da gehen wir mal nach oben. Wir machen dann hier unten noch. Oder wisst ihr was? Wir gehen immer weiter entfernt. Oh, hier ist ja dann auch noch eine Mission. Ja, eigentlich ist es gerade gut. Wenn wir hier hingehen und von hier aus dann hier hin. Okay, das müssen wir nicht machen. So, aber ich bin froh, dass alles gemacht worden ist. Ich hoffe, du kaufst es. Grenzüberschreitend. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Mhm. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Okay, Handel. Fällt dir was da? Ich muss eigentlich mal schauen, was wir alles brauchen. Okay, der verkauft jetzt nicht so gut. Ja, da haben wir ja die normalen Händler mehr. Okay. Nur wenige, die sie gesehen haben, kehrten zurück. Ja, sehr gut. Solange das immer unser Reittier immer noch in der Nähe ist, bin ich happy. Vielleicht trotzdem als erstes hier. Na, klar. Dass wir das einfach aufgedeckt haben.
Kommst du hinterher? Okay. Lagerfeuer. Okay, gut, haben wir. Jetzt können wir geradeaus. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, von dieser Seite aus dorthin zu gehen. So. Was ich eigentlich auch noch schnell schauen will. Das machen wir. Fettes Fleisch brauchen wir jetzt. Aber für alles brauchen wir nicht so viel. Hä? Hier brauchen wir reichhaltiges Fleisch. Was war hier? Knochiges Fleisch. Fettes, reichhaltiges und knochiges. Trankbeutel. Braucht man schon mehr. Machen wir auch. Eigentlich alles kostet rein Holz und Metallscherben. Fischgräte. Oh Gott. Reichhaltiges, fettes und fettes. Okay. Also wir müssen einfach vier jagen gehen. Ist aber auch nicht so schlecht. Jetzt, wie viele Pfeile? 30 Stück. Ey, super. Schon mal ein bisschen mehr. Ich überprüfe lieber 1000 Mal die Karte. Wow. Okay, das ist irgendeine Geschichte. Für die, die es lesen wollen. Wir können jetzt mehr Rohstoffe sammeln. Würde ich sagen. Go. Sehr gut, dass er nicht angehalten ist. Was? Na. Erledige die Säbelzähne. Es ist nicht nur einer, es sind einfach gerade zwei. Wenn ich einer überbrücken kann, okay. Aber das können wir noch nicht. Der richtige Ort schon. Oh. Bin nicht? Warum willst du nicht? Okay, so ist gut. Schauen wir noch mehr umher. So, wieder mehr von dem. Wir sammeln auch 6, 7 Stück ein eigentlich.
etwas Vorrat? Ja, ist sehr gut. Wir bekommen ja auch pro Level immer ein bisschen mehr Leben. Es wird schon immer besser. Am Anfang bekommt man einfach wirklich, wirklich heftig auf die Schnauze. Wir können eigentlich bei ihm schauen. Ich glaube, der hat alle Sachen. Was man so für die Waffen eigentlich braucht. Geil, er hat auch nur eins. Hä? Jemand hatte alles. Das ist das Jagdgebiet. So. Ja, ja. Hier auch irgendwo hochklettern? Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Ist man so? Ja. Und jetzt? Ah. Ich glaube, ich bin sicher. Fuck. Ja, wieso hat sie den Fangpunkt nicht genommen? Oh, das war jetzt unnötig. Ja, und der... Ja, egal. Warum sind die anderen Bots dort immer noch aufgeschreckt? Seltsam. Hier ist auch nichts. Man scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Rede mit Fia. Oh Gott. War das alles jetzt hier unten? Ich glaub's, oder? Es wäre nur das hier, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Verdorbene müssen wir auch nicht. Wie es dort so einfach steht. Erledige die Sägezähne. Okay, gehen wir zurück. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. So. Ganz easy. Und jetzt sind wir schon wieder hier bei diesem Dude. Also das Reittier bei Elden Ring war um einiges schneller. Mutterberg. Kommt die hinterher? Voll, ich glaube, mit dem Tier konnten wir bis ganz rein, oder? Das ist auch insane, die erlauben das hier in der Siedlung. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat Jam welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Jam? Du sagtest, ein gewisser Jam hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich.
Warum? Ich werde gehen. Leb wohl. Warum immer Sägezähne? Okay, finde John. Ah, das ist der. Wir machen was ist das? Boah, die Mission, ey. So, go. Ey, ich hab gerade ausgedrückt und er geht direkt. Das ist. Jungs. Wo laufen wir jetzt gerade durch? Ah, hier irgendwo so. Okay. Es hat nach dem Wildschwein geklungen. Ich bin. Oh. Upsi. Ja! Steig ab! Bro! Ja! Das arme Schweinchen. Okay, I'm out. Oh. Nein. Okay, tschüss. So. So zerstört man alles gut. Aber ich glaube, ich habe auch mein gekillt, oder? Die Graser sind fast die einfachsten. Wenn die eigentlich auch zu den Sägezähnen hinlocken können und so mit den Lohen zerstören, weil die Lohen, es geht übelst krass ab. Ist gerade gut, dass wir hier reichlich an Material haben. Was? Ach komm. Ja. Okay, langsam kommt's wieder. Also so die Spielweise, die ich vorher auch gehabt habe. Und auch die Steuerung. Es ist halt schon übelst lange her. 2 Jahre habe ich jetzt, glaube ich, das Spiel nicht mehr gespielt. Ist er wirklich dead? Er ist wirklich dead. Ihr Monster. Vor allem die anderen dort hinten sind immer noch aufgewühlt. Was ist mit euch? Das wird mir noch weiterhelfen. Ja, jetzt haben wir zum Glück wieder unser Leben so einiges wieder aufgefüllt.
Hier ist einfach auch noch ein Sägezahn, das sie betrieben. Aber hey, wir gehen eigentlich in dieses Gebiet rein, wo wir unseren Läufer eigentlich vorhin her hatten. Ich höre die ganze Zeit ein Schwein. Nicht schon wieder. Tschüss. Hey, wir haben einfach Stufe 11 erreicht, indem dass wir jetzt hier alle so weggemacht haben. War nicht irgendwo hier? Ah, hier ist der Waschbär, aber der arme Waschbär. So. Tut mir leid, Leute. Dauert immer ein bisschen. Du bist zu weit weg. So. No, und sieht man eben das manchmal auch das Problem. Manchmal muss man ein bisschen länger warten. Oder sollte man länger warten? Jetzt schon 11, ne? Na Leute, wir machen noch die nächste Mission oder einen Teil von der nächsten Mission. Musste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Genau. Bei jeder Brutstätte bekommt man neue Bots dazu, die man überbrücken kann. Und hier ist ein Lagerfeuer. Und hier hat es dann auch die Schweine, die man suchen sollte. Steigt man hier. Wir gehen jetzt auf Wildschweinjagd. Oh shit! Oh shit. Ich habe ihn getroffen unten. Und jetzt macht's. Ja. Nicht mehr so stark angreifen oder was ist gerade los? Doch. Kann er immer noch. Okay, das war jetzt gut gelöst. Beruhig dich. Ich glaube, es war sogar. Ah nein, es ist nicht mal unser gewesen. Ey, unser war einfach dort. Chillt. Ich glaube, es war auch die Bestie, die er vorher erwähnt hat. Okay. Thank you.
hält sich eine Weile. Wir machen einfach so. Was ist, wenn man jetzt... Kann man es irgendwie ausnutzen? Die Mission? Weil es noch nicht fertig ist, dass man... jetzt zu den Schweinen trotzdem noch eine größere Chance hat für heute. Ey, es kann wirklich gut sein. Da unten ist noch ein Wächter irgendwie. Scheiße. Was? Wir haben jetzt dann gleich hier überall. Das ist übelst gut. Wir gehen eh gerade ins Gebiet rein, wo sein Ring ist. Ah, noch nicht nehmen. Ey! Du bist zu weit weg. Sieht gut aus. Es ist richtig gute Idee gerade gewesen. Jetzt müssen wir einfach nur noch... Es ist nicht schwierig, die Sachen zu finden. Aber wenn es viele Sachen in der Gegend hat. Wir sind ja durch die halbe Gegend hier. Es kann auch gut sein, dass ein paar Sachen despawned sind. Gut. Wie hier. Hier unten war das Wildschwein. Zweimal. Dreimal. Oh. So, sehr gut. Sogar ein Volltreffer noch gemacht. Es sind dann die stärkeren Versionen. Man könnte meinen, dass die gleichen sind. Die mit rotem Auge sind ein bisschen stärker. Scheiße. Sehr gut. Ja, schade. Wir konnten es mit zwei konnten wir es machen. Das nehme ich lieber mit.
Das hat gerade vorhin übelst lange gebraucht zum Aufladen. Wo ist das Lager voll? Aus viel weiter hinten. Wie er immer noch schön hier ist. I'm so sorry. Das arme Schweinchen. Eben, wir machen noch die Mission und dann würde ich sagen, machen wir den Rest das nächste Mal. Oder machen wir weiter das nächste Mal. Heute klinge ich jetzt auch noch den letzten Abend für mich ein bisschen zum, im Stillen. Die Blume war gerade im Dings drin, habt ihr es gesehen? Im Stein drin. Also irgendwie so buggy hatte ich das Spiel auch nicht in Erinnerung, weil jetzt ist es halt schon krass buggy. Sehr gut. So. Ich glaube, die Graser wollen was. Scheiße. Bro! Oh oh! Oh oh! Ah! Holy! Boom! Oh Mann, ey. Ja, am Anfang war es, glaube ich, wirklich schlimm. Wie er immer noch dort lebt. Fokus findet hier vielleicht was. Ja, ja. Ein Kaninchen. Nicht markiert. Wortstark ist wohl. Schaum um das Maul. War sein Futter? Etwas super. Im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Teil drin. Okay, er ist gerade da oben. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir besseres Zeug bekommen, weil dann werden die Fights sowas von geil. Ah. Und auch wenn wir die Fertigkeit voll haben. Da müssen wir nicht immer, ja, wieder den Weg abkommen und schnell irgendwelche Läufer suchen. Weil das hat mich früher, das ist jetzt no joke, so viele Mal immer wieder genervt. Weil ich immer irgendwie gestorben bin und dann habe ich irgendwie nicht gespeichert, musste alles, was ich vorher gemacht habe, nochmal tun. Das war ätzend. Du bist doch so ein Arsch. Warum? Warum hüpft sie hier? Danke.
What the? Also der Weg ist ganz komisch. Aber wir müssen ja auch hier hin. Ich mach schnell speichern. War die Jagd erfolgreich? Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich frag ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Okay. Machen wir trotzdem noch. Komm, wir machen noch das. Wir sind zwar erst Level 11, aber das bekommen wir hin. Das sind ja auch Graser, oh mein Gott, ja, das sind geschenkt. Das ist absolut geschenkt. Diese Maschine, die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Alter. Ey, also das mit den Texten ist wirklich nervig. Kannst du mal aufhören? Oh oh. Oh, jo. Das waren so viele Fehler schon am Anfang. Das war ja dumm. Okay, mit dem ist fertig, ja. Ich glaube, es speichert dann automatisch. Okay, ich habe zwar nicht nach unten gedrückt, aber... Warum nicht? Machen wir noch Seile. Diese Maschine, die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Boom. Zeit sie aus, die Flammen brennen stärker als gewöhnlich. Die Flammen, sie verbrennen sie. Sind es nur drei von denen? Ey, also das macht die KI wirklich extra. Tschüss! Das haben wir jetzt gut gemacht. Ohne dass wir sogar entdeckt wurden, richtig. Wer kommt dort hinten? Ein scheiß kleiner Wächter. Also das Gebiet ist jetzt sozusagen frei. Das wäre das nächste Lagerfeuer. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Boom. Doppel. Wo hat er mich jetzt gesehen?
No joke, woher hat er mich jetzt gesehen? Von dem bekommen wir ganz viele Lohen, damit wir unsere Feuerpfeile auch überhaupt machen können. Wer kommt? Ey, kann jetzt... Die Hinweise sind wirklich dumm. Während dem Kampf werden sie eingeblendet, aber während der Reise jetzt zum Beispiel, dann nicht. Also ob habe ich Zeit während dem Fight zu lesen? So, ja gut, habt ihr es gerade jetzt erwähnt. Stimmt. Okay, Leute. Leute, wir haben jetzt eigentlich heute diesen Bereich so ein bisschen gemacht. Wir konnten nicht alles machen, weil ein paar Sachen sind... Oh, wir haben noch 3 Fertigkeiten. Okay, sie sind jetzt unbegrenzte Zeit, gehören sie zu uns. Das ist schon mal sehr nice. Und das hier werden wir maximal, frühestens bei 15, bei Level 15 haben. Dann können wir einfach die ganze Zeit eine Reitmaschine rufen. Ich weiß gar nicht, was... Es hat jede Spalte ist richtig gut. Also mehr Rohstoff ist gut. Und das hier verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Das wäre halt auch übelst praktisch. Aber jetzt noch 3 Level oder Fertigkeitspunkte. Ich glaube, man bekommt eben Fertigkeitspunkte auch, wenn man irgendwelche Gebiete macht. Also der Langhals hat uns, glaube ich, 1 gegeben. Und ich glaube auch so Banditenlager geben uns welche. Genauso wie Brutstätten. Gut. Ey Leute, das war wirklich, wirklich schon mal sehr nice. Ey, tut mir leid, wegen heute. Heute ist sehr umständlich gewesen. Ich bin zu spät wach geworden. Ich habe noch übelst viel verplant gehabt. In letzter Zeit ist wirklich scheiße, ey. Vor allem, weil jetzt eben noch wieder dazu gekommen ist, auszuziehen oder so. Also hier. Tut mir leid. Ich hoffe, nächste Woche ist besser vom Timing her. Ich ruhe mich jetzt heute Abend auch gut aus. Und Vielen Dank an alle, die heute vorbeigekommen sind. Also ich sage jetzt auch noch im Namen vom anderen Stream, ich habe zwar vorhin schon ein Outro gemacht, aber es war nicht so ein nices Outro. Vor allem, ich war nicht so gut gelaunt. Leute, vielen Dank an alle, die heute vorbeigekommen sind. Ich schätze dich wirklich sehr. Vor allem, vielen Dank geht raus an Sanchez. Danke an dich. Ist ja nicht selbstverständlich, die ganze Zeit hier oder hier lange zu sein und zu chatten. Also wegen dem Ehre geht raus. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wenn ihr es wieder auf YouTube anschaut. Ich wäre jeden Tag frühestens um 4 Uhr nachmittags hier live auf Twitch. In letzter Zeit eher 6 Uhr oder 7 Uhr, aber eigentlich sollte ich 4 Uhr nachmittags hier immer live sein. Falls ich aber irgendwie Verspätung habe oder der Stream ausfallen würde, würde ich euch das mitteilen auf meinem Instagram-Account. Vielen Dank. Herz geht raus. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Und ja, bis bald dann. Tschüss Leute, bye. So, jetzt heißt es ein bisschen ausruhen für mich. Ich finde... Der Donnerstag-Stream ist irgendwie ein Stream, wo immer sehr ruhig ist. Das ist so der Abschiedsstream. Also Leute, macht's gut. Tschüss.